Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Trek Online. Digga, bist du da? Nö. Hast du einen Satz verpasst? Nö. Also dieser dein Holodoc, der ist nicht da schwebt. Bei mir. Also bei mir ist er da. Bei mir schwebt ja einfach nur, ich stehe gerade mitten in ihm drin sogar. Bist du weggegangen? Naja, also mein Holodoc ist es eh. Ich sehe auch bei dir alles. Aber du müsstest jetzt müsstest du mitten in ihm drin stehen, oder? Ja. Das geht doch normalerweise gar nicht, oder? Wie das? Weiß ich nicht. Doch. Nee, geht aber ich versuche mal in deinen reinzulaufen. Bleib mal stehen. Ich stehe ja. Wo ist er denn jetzt? Welcher ist jetzt deiner, welcher meiner? Ja, meiner ist der ohne Waffe rumsteht. Doch, nee, ich kann reinlaufen, in deinen stehe ich auch drin. Aber in dich kann ich nicht reinlaufen, oder? In die Lita? Ach. Entschuldigung. Bleib stehen. Biatch. Da kann ich auch reinlaufen. Liegt das dran, weil es Hologramme sind oder weil. Ne, guck mal hier, mein Lutander. Diese Lieutenant Commander Vinyl. Kann ja. Man, kann man die reinlaufen? Bleib mal stehen, Alter. Die läuft gerade durch mich eher. Ist eher die Frage, wem sie folgt. Wo sind die jetzt hin? Die springt ja ein bisschen wild durch die Gegend. Ich glaube, die folgt mir. Renn mal in der rein. Was? Ich glaube, die folgt mir. Ich kann nicht reinlaufen. Nee, kann ich nicht durch. Kann sie nicht, ne? Die ich glaube, da geht es nur, weil es Hologramme sind. Na toll. Okay. Mal sehen, ob wir Informationen aus diesem Computersystem beschaffen können. Weißt du, was ich gerne noch hätte neben dem Doktor-Hologramm? Das, Eine Doktorin, eine Krankenschwester. Wie heißt das das Nebenprogramm, wo er zu diesem Kommandoprogramm wurde? Hat auch einen Namen gehabt. Achso, das holographisch-taktische Notfallprogramm. Ja, genau. Umweltsystem online, Auslastung 12%, Kontrollschadensbericht und so Zeug. Wir sollten das mal überprüfen. EPS-Leitung 1, 2, 2, 1. EPS-Leitung 1, 2, 5, 3. EPS-Leitung 2616, okay, das lesen wir mal nicht vor. Du bist schon vorgerannt? Ja, da hinten ist hier irgendwie was. Ach, krieg ich. Cool. Ja, den habe ich schon hier direkt durch die Schilde weggebeamt. Bam, bam. Warum gibt's denn eigentlich, nicht dieses Markergewehr? Da gab's hier von nicht erster Kontakt, was kam da noch? Was ist das hier? Warte mal, Energiesysteme, Nominal, Armaturenfunktion. Konsole prüfen. Ja. Ich will auch. NKH, Notfallkommando-Hologramm. Sie haben genug Energie, aber immer noch keinen Zugriff auf den Computerspeicher. Wie kommt ein Normalsterblicher an Darpolita? Gute Frage, bei uns war es ja Fettcon-Ding. Aber die müsste irgendwie dann später vielleicht nur irgendwann kommen. Also ich glaube, es gab schon mal auf der PAX, gab es schon mal den Doktor, wenn ich mich nicht irre. Also den Doktor gab es, die Lita selber gab es ja auch schon mal, aber die Darpolita ist ja neu. Genau, die ist ja brandneu und exklusiv. Die war ja auf dem Wisch da hier drauf, den wir bei der Fettcon gekriegt haben. Und damals war die Lita ja auch, Gott, ich habe mir irgendwie mein Bildschirm hier gerade. Wir können da nichts für sie tun, Sir. Ich weiß, dass verschiedene Fraktionen seit dem Untergang von Romulus um diese Anlage gekämpft haben. Sie hofften herauszufinden, was die Supernova auslöste. Es scheint, als seien es Remaner gewesen, die mit der Republik verbündet waren und die sich gerade am falschen Ort befanden. Ihre Verletzungen weisen auf militärische Disruptoren der Romulaner hin. Dies entspricht dem, was wir von der romulanischen Flottenpräsenz hier gesehen haben. Ja. Du liest nichts vor? Ich habe ja kein Fenster hier. Also, diese Wunden sind ziemlich neu. Die Remaner müssen sie zu den Streitkräften Obi-Hex gehört haben. Sie haben diese Anlage gesichert, nachdem sie von Taris übernommen hatten. Ja. Und ich hatte es gehabt, aber ich musste erst noch den Körper scannen, deswegen. Ging nicht gleichzeitig auf. Ne, ich bin eher später gekommen, weil ich habe hier gerade, wo ich dieses Blatt geholt habe, Ich habe so unten so am Bildschirm so Touchscreen-Tasten. Da oben halt den Was hast Monitor du, Touchscreen? Touchscreen. Also Touchscreen. Um halt den Monitor einzustellen. Und wenn ich halt immer da hinkomme, irgendwas zu nehmen, komme ich immer mit der Hand dran. Fürs Team. Und dann, aber also wie gesagt, ich glaube, also wenn ihr nächstes Jahr auf der FedCon wieder seid, oder eventuell auf der PAX oder irgendwelche anderen Events, vielleicht. Irgendwas gibt's auf jeden Fall. Vielleicht, ich weiß nicht, ob STO auch auf der Gamescon ist. Also letztes Jahr waren sie, warte mal überlegen. Warst du letztes Jahr auf der Gamescom? Ich weiß es nicht. Aber bei solchen Gelegenheiten hat man, glaube ich, Chancen, dass man was bekommt. Ja. Also es gibt immer gewisse Giveaways, die man nur an gewissen Dingern kriegen. Und zu gewissen Zeiten und von gewissen Leuten. Ja, zu gewissen Zeiten, an gewissen Orten. Es ist ja nicht. Also, es ist nicht so, dass man alles immer überall kriegen kann. Das wäre ja aber ehrlich gesagt aber auch ein bisschen. Dann würden diese manche Giveaways auch ein bisschen an Wert verlieren. Eben.
Es geht ja auch darum, dass er auch Stowe und Cryptic und so weiter ja natürlich dann auch ein bisschen locken will, auf gewisse Events zu kommen, um da halt eventuell auch Sachen zu kriegen, die man sonst nicht kriegt. Das ist es halt ein bisschen. Genau. Und manche Special-Sachen, ich meine, damals zum Beispiel gab es den rote Materia-Kondensator ja bei einem Spiel dabei. Hast du gekriegt? Jemand hat sich der Silver Edition eingelöst und hat funktioniert. Ja. Ach, du musst erstmal eine bekommen. Also, genau. Ich hätte es ja gern, ja. Wir müssen auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er da schon. Jetzt ist es ja so ein Giveaway, wo man immer. Ja, aber das ist ja ein anderer. Ja, jetzt ist es ja der Account weiter. Also nicht der Account, sondern der Charakter weiter. Genau. Nee, es ist jetzt ein Charakter gebundener. Vorher war es ein Account weiter. Ja, im Endeffekt Charakter weiter. Sobald du einmal einen Charakter hast, ist er drin. Ja, der ist aber nicht der Charakter weiter, ist der Charakter nah. Ja. Das ist die Mission mit dem Gate. Das ist die Mission mit dem Gate. Was genau. Sagt denn ihr im Chat das eigentlich? Das Gate voll ab. Ne? Was sagt denn ihr im Chat eigentlich zu dem neuen Star Trek Film? Star Trek Trailer, der raus. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach, da wird man eigentlich. Ich schulde dir noch was, ne? Achso, ja. Siehst du, wenn wir gleich schon sagen, warum ich drauf komme, wir haben nämlich unsere Preview-Karten, nämlich unsere Premieren-Karten schon. Also noch hast du sie. Ja, gut. Im Endeffekt sind sie eh online. Kinokarten sind schon reserviert. Genau. Kinokarten sind schon bereit. Habt ihr die auch schon reserviert? Und zwar in einem Luxuskino. Schön mit Massages. Also Massagesitz sind es nicht. Ja, könntest du mal schießen, Kollege? Schön, ich spiel doch. Schieß doch. Nee, ich jetzt hier. Schön mit großen Sitzen und Essenslieferung direkt an dem Platz und 2 Meter zwischen jeder Sitzreihe. 3D, IMAX und nicht auf mich schießen. Gesehen und alles hochmodern und bequem und Luxus. Das ist doch schon echt geil, wenn der Holodeck dich wiederbelebt. Ist das geil. Also ich finde auf jeden Fall, ich will jetzt hier nicht diskutieren, was JJ-Filme sind und so weiter. Ne? Darum geht es ja gar nicht hier. Es geht einfach nur darum, man hat wirklich mal gesehen, es war derselbe Film wie aus dem ersten Trailer. Selbe Film. Aber dann der zweite Trailer ist ganz anders. Vom Feeling her. Kein extrem reines, pures Action-Geballere mehr. Sondern es ist mehr so auf, ein bisschen mehr so auf Dramatik gemacht. Und vor allem, im ersten Moment habe ich gedacht gehabt, man sieht eine NX drin. Aber das war ja dieses neue Schiff, was ja auch schon geleakt wurde. Aber von hinten in dieser kurzen Szene sieht es aus wie eine NX. Das ist doch gut. Das habe ich aber eh noch nicht ganz. Also ich habe mich ja bis jetzt noch so gut wie gar nicht gespoilert. Ja. Deswegen finde ich es eh gut. Also ich weiß gar nicht, was ich davon gesehen habe. Ich glaube noch so gut wie gar nichts. Ich ergebe mich. Oh, das war's. Nein, was gar nicht. Ich habe noch wichtigere Informationen über ihren armen Freund Lieutenant Silan und wie man diesen verwirrten Borghörn wieder in Ordnung bringen kann. Außerdem über die Portale und über sie, wie sie zu benutzen sind und über die Ikonianer und über Schokoriegel, Nutella und hast du nicht gesehen. Und jetzt sagen sie mir, sind diese Dinge nicht wichtiger als das flüchtige Vergnügen, das sie spüren, wenn sie mich erschießen? Nö. Ich habe kein Interesse an weiteren Lügen von ihnen. Aber sie möchten herausfinden, was ich ihnen sagen kann, ne? Dieses Portal wurde zwar irreparabel beschädigt, aber ich konnte dennoch einiges erfahren, als ich bei den Ikonianern zu Gast war. Ich bin mit der Funktionsweise ihrer Portale vertraut und ich habe mir einige Koordinatensätze gemerkt. Ich weiß von Orten, die sie noch nicht zu Gesicht bekommen haben. An Orten, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Tja, das ist der Föderation. In Wirklichkeit war mein einziges Ziel hier, ein Portal zu einer ganz bestimmten ikonianischen Basis zu öffnen. Aha, einem Gefängnis entkommen, um direkt ins nächste zu wandern. Nicht wirklich. Glauben Sie wirklich, dass es nur 2 Dyson-Sphären gibt? Es gibt mehr und ich weiß zudem, wo sich diese Sphären befinden, die von den Ikonianern immer noch genutzt wird. Wollen Sie sich diese etwa nicht annehmen? Warum sollte ich den ganzen Glauben schenken? Sie haben noch keinen glaubwürdigen Beweis geliefert. Sir, wir erhalten eine Nachricht vom Kommando. Stellen Sie es durch. Mach du den Quinn. Admiral Levati, wir haben alarmierende Nachrichten erhalten. Ich muss Ihnen Ihren Missionsbefehl aktualisieren. Ihr Kommunikationsoffizier berichtete mir, dass sie sich nicht an Bord Ihres Schiffes befindet. Wie ist Ihr Status? Ich bin derzeit etwas beschäftigt, Sir.
Nein, bitte nur zu. Ich kann warten. Admiral Levati, wir haben erfahren, dass Sela aus der Gefangenschaft der Republik geflohen ist. Sie wurde zuletzt im Defron-Sektor gesehen. Bitte beachten Sie, dass sie angeblich Hilfe von Lieutenant Gaius Selan erhielt, einem Geheimdienstoffizier der Republik. Sie befinden sich hier, Sir. Ich habe Sie und eine Gruppe Loyalisten des Romulanischen Imperiums. Sie hat sich ergeben, um eine Nase gebildet wieder. Oh. Irgendwie schaut Lita gerade voll zum Fürchten aus. Wegen dem Licht? Ja. Wirft da was von unten Schatten? Ja, ne? Gut. Nee, Licht wirft was von unten. Ja, das Licht ist sowieso... Ich bin immer gespannt, wie auch solche Maps da hier dann auch schon ja. mit den neuen Lichtrechnungen. Okay. Der Geheimdienst der Republik geht davon aus, dass sie bestimmte Informationen über die Ikonianer noch nicht mit uns geteilt hat. Dies ist zwar ein bisschen seltsam, aber wir sollten ihr ein wenig Spielraum geben. Bleiben Sie in der Nähe und versuchen Sie, mehr über Ihre Pläne zu erfahren. Seien Sie bereit, sie festzunehmen, wenn sie irgendjemanden in Gefahr bringt. Verstanden, mal sehen, was wir entdecken können. Guten Abend, Crazy. Na, halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. Ist das nicht ein cooles Sprichwort? Nicht wahr? Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie wollen Gaius zurück und erfahren, was ich weiß. Ich bin gewillt, Ihnen so beides zu geben. Doch wir werden das zunächst auf meinem Schiff besprechen müssen. Keine Sorge, ich habe Kaffee und Kuchen organisiert. Ich bin mir sicher, dass Ihre Crew beim ersten Anzeichen von Gefahr herausbeamen wird. Genießen Sie es, die Oberhand zu haben, solange es Ihnen möglich ist. Warum sollten wir das nicht auf meinem Schiff lernen? Sie sind nicht gerade in der Lage dazu. Sie stellen keine Bedrohung für mich dar. Wir werden auf Ihrem Schiff das besprechen. Was? Ich vermute, dass wir keine andere Wahl haben. Wir können Sie auf das Schiff beamen, sobald Sie bereit sind. Doch ich werde Sie begleiten und Ihnen den Rücken frei halten. Und den Rücken massieren, zum Frachter transportieren. Auf Schiff beamen. Ja, also wie gesagt, der neue Trailer ist, der Conny hat schon richtig, Conny hat es geschrieben, ja. Viel mehr Star Trek Feeling, richtig geil gemacht, freue mich schon richtig drauf und ich spreche noch mit Sila. Obala. Ich weiß, dass Sie nicht geneigt sind, mir zu glauben, doch ich sage die Wahrheit. Ich habe die Koordinaten zu einer Sphäre, die Ikonianer immer noch nutzen. Die Ikonianer haben viele Diener, einige davon, wie zum Beispiel die Elen Lachi, sind sie bereits begegnet. Ich habe beobachtet, wie sie die Portale geöffnet haben und habe mir die Koordinaten gemerkt. Ja. Guten Abend. Die Ikonianer bringen ihre Soldaten und ihre Schiffe in Stellung. Sie werden schon bald auf unsere Triple-Server landen. Und was soll ich da machen? Das ist unsere Chance, herauszufinden, mit was die Ikonianer derzeit beschäftigt sind und wo sie angreifen werden. Und sie werden nicht warten, bis wir unsere Schiffe in Position gebracht haben oder Verteidigungsmaßnahmen getroffen haben. Eines Tages, und dieser Tag wird schon sehr bald sein, werden die Ikonianer einfach nahe unseres Heimatplaneten auftauchen und wir werden kämpfen müssen, um zu überleben. Was haben Sie mit Lieutenant Selan gemacht? Armer Gaius, diese ganzen Borg-Implantate in seinem Kopf vereinfachen, es ihm zu beeinflussen und er hat einen besseren Radioempfang. Ich hatte etwas Zeit, mich mit der Borg-Technologie vertraut zu machen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, welche Schalter man umlegen sollte für einen besseren Empfang. Es war sehr hilfreich, einen Komplizen zu haben. Ohne seine Hilfe wäre mir die Flucht nie gelungen. Als Zeichen guten Willens dürfen Sie ihn nun gerne wieder zurückhaben. Er wird vermutlich keine bleibenden Schäden davontragen. Wie ist es Ihnen gelungen, Gaius so gründlich umzuprogrammieren? Seine Implantate waren nicht allzu invasiv. Der Tal'Shiar hat sich jahrzehntelang mit Gedankenkontrolle beschäftigt und ich hatte vollen Zugriff auf seine Methoden. Einige davon sind ziemlich genial. Haben Sie davon gewusst, dass man mit bestimmten Sequenzen mentaler Koordinierung und Bildprojektionen jemanden dazu bringen kann, seine besten Freunde zu töten? Ich habe bereits einer erfolgreichen Anwendung dieser Methode beigewohnt. Sobald man weiß, wie man in den Kopf einer Person gelangt, bleibt man für immer dort. Will man das? Nein. Sie glauben wirklich, dass Sie gegen die Ikonianer kämpfen können? Dann wollen wir mal Schiff manövrierfähig machen. Ach, wir machen es manövrierfähig, komm. Meine Ingenieure berichten, dass sie Probleme haben, die Antriebsenergie stabil zu halten. Es scheint, dass sie meinem Schiff beträchtlichen Schaden zugefügt haben. Voneinander völlig unabhängige Systeme versagen willkürlich. Vielleicht können Sie einige Ihrer Leute in den Maschinenraum schicken, um sich umzusehen. Denken Sie daran, je schneller wir von hier verschwinden, desto schneller wird das Ganze vorüber sein. Ich habe keinen Dachs mehr.
Nun gut, ich begebe mich in den Maschinenraum. Das macht sie nicht gerade lebenswert. Warte mal, ich hab's gleich. Nun gut, dann begebe ich mich in den Maschinenraum. Mit Gaius sprechen. Diese Einheit befindet sich im Diagnosemodus. Lieutenant Zilan, könnten Sie mich verstehen? Was ist geschehen? Diese Einheit befindet sich im Diagnosemodus. Gaius, haben Sie eine Ahnung, was Sie da machen? Diese Einheit reagiert auf die neurale Überbrückung. Bitte, helfen Sie mir. Ich werde Sie herausholen, Gaius. Gaius, Van de Graaf, einen zum Beamen direkt auf die Krankenstation. Gut. Gehen Sie zum Maschinenraum. Schon unterwegs. Oh, das ist ein Frachter, ne? Das ist ein Frachter. Ah, guck mal, das ist auch neu gemacht. War das immer schon so bei der Mission, dass wir hier fliegen? Auf dem Monitor? Ja, ich glaube schon. Echt? Aber das ist ein riesen Raum für eine Frachterbrücke, ne? Ja, das ist eigentlich ein Lagerraum. Wahnsinn. Das Schlimme ist, wir fliegen nach oben. Stimmt, oben links, ne? So, da fliegt vielleicht im Kreis. Eigentlich erinnert mich das alles hier ein bisschen an Azura. Ja. Turbolift. So. Und vor allem Mordsturbolift. Das ist ein Maschinenraum. Wie lauten Ihre Befehle? Bei den Klingonen, ne? Wir müssen hier den Hauptdeflektor. Nee, das ist anders. Zumindest andere Farben. Wir müssen den Hauptdeflektor. Wir müssen den Hauptstufenflugkühler reparieren. Wir müssen die Schilde wieder hochfahren. Machen wir erstmal den Hauptdeflektor. Okay. Doktor senden. Lita senden. Mach mal Doktor. Aufgaben delegieren. Ja. Fluxkühler. Doktor so. Senden. Doktor senden. Aufgaben delegieren. Ich bevor wir hätten nur Doktoren dabei. Lita senden. So. Da ging gerade irgendwas kaputt. Der Doktor ist explodiert. Da liegt er. Das war keine technische Störung, das war eine Bombe. Das ist die Mission. Leck mich fett, da haben wir uns letztes Mal ja weggeschmissen. Der Saboteur, der dieses explosive Gerät hochgehen ließ, ist immer noch auf freiem Fuß. Die Scans zeigen weitere Geräte, die im Maschinenraum des Schiffes platziert wurden. Es gibt scheinbar einige Geräte, die konzipiert sind, um Leute davon abzuhalten, an die Minen heranzukommen und sie zu entschärfen. Sie werden ihren Rekorder verwenden müssen, um die Minen zu desynchronisieren und etwas näher heranzukommen. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis Sie in Reichweite sind und Sie entschärfen können. Sollten Sie zu nahe kommen, ohne die Sensoren zu deaktivieren, werden die Antipersonenverteidigungssysteme feuern. Ich würde sagen, ich mach's so wie letztes Mal, aber du hast es letztes Mal mit Absicht ja so gemacht, dass die Bombe jedes Mal hochgegangen ist. Gut, mittlerweile weißt du es ja, ne? Ja. Aber das letzte Mal, das erste Mal, wo du rein bist und so schön weggeflogen bist, das war einfach nur göttlich. So, dann legen Sie mal los. Ich kann ja nichts drücken. Muss mal weiter vor. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Also ich kann hier keine nichts drücken. Drückst du oder soll ich? Na du musst. Du musst ein bisschen vorgehen. Ich habe nichts zum Drücken. Ja, du musst ein bisschen vorgehen. Wie weit denn noch an das Ding ran? Ja, ich glaube, du musst, wenn am Boden diese Lücke ist, musst du dann vorlaufen. Verstehst du, was ich meine? Naja. Nee, ich. Wir sollen mit dem Rekorder irgendwas machen, oder? Na, sollen wir jetzt mit dem Rekorder irgendwas machen oder nicht? Ich helfe dir mal ein bisschen. So. Na, hast du jetzt was zum Drücken gehabt? Ja. Ich überhaupt nicht. Ich renne die ganze Zeit rum und suche hier irgendwas, was ich mit dem Rekorder machen Willst du nochmal versuchen? Eigentlich habe ich gar keinen Bock, weil ich genau weiß, du machst so 80% nur, damit ich in die Luft fliege. Niemals. Ich meine, das sind dann 10 Folgen, wo wir eigentlich in einer machen könnten. Ja, komm jetzt darfst du entschärfen. Das hast du eh schon geschafft. Ich kann nichts machen. Echt? Ich kann. Ich kann nichts machen. Vielleicht muss man mit dem Doktor reden, vielleicht kannst du das gar nicht machen. Bei mir heißt Bomben deaktiviert. 1 von 3 wurde ja. Ja, aber hast du irgendwo hier Offizier zu Rate ziehen oder sowas? Nee. Also ich halt, das wurde alles schon gemacht. Saboteur finden und Bomben deaktivieren. Das ist meine Mission, die ich jetzt habe. Ja, Bomben deaktivieren. 1 von 3 haben wir jetzt. Ja, habe ich auch da stehen. So. Also bei mir geht das. Deswegen, ich habe nichts zum Drücken, gar nichts. So, wo sind wir denn hier? Da. Und das nächste.
Also man sieht es auch schon, der Ulfgar schreibt es auch schon. Anscheinend habe ich, ist bei mir verbuggt. Ich kann hier nichts drücken. Da, zum Glück hast du ja mich dabei, ne? Bam. Ja, ich muss erstmal sehen, wie er hochgeht. Aber du kannst nochmal so fliegen, weil das sieht echt cool aus. Ne. Doch, das sieht voll geil aus, wenn du so einmal durch die Gegend fliegst. Corny hat auch noch, hat das Mission auch noch nie im Team gespielt. Also wir haben die ja schon mal im Team gespielt, da konnte man beide drücken. Und der eine hat gemacht und der andere ist vorgelaufen. Genau. Das war gesagt, der Don hat ihn gezündet und ich bin vorgelaufen. Das war, ihr könnt mal aufsuchen, welche Folge das war, ob ihr die auf Anhieb wiederfindet. Und da kommt wieder ein unsichtbarer Doktor angesprintet. Oder warte mal, aber am Boden hat er noch irgendwas. Bleib mal kurz stehen. Ja. So bleibt er stehen. Der hat am Boden liegt sein... Ach, den soll man schießen. Ich stehe die ganze Zeit vor dem. Am Boden liegt irgendein Ding von dem. Was für ein Ding? Das weiß ich nicht. Von dem Doktor, von dem unsichtbaren Doktor. Genau. Ja, keine Ahnung, hier haben wir einen Gegner, den soll man schießen. Komm. Ich hab doch schon längst mitgemacht, Meister. Zum Commander sprechen. Aber den sprechen wir erst nach der Show. Nächste Folge. Genau, nach der Show. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.